Yeah. Super extremes Durchdrehen mit Mario. Wow, über dem Eis und unter dem Eis und auf der Spiegelung. Und überall. Yeah, okay. Hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy 2. Mit einer kleinen Suche nach einer verborgenen Kometenmünze, die wir noch gar nicht eingesammelt haben. Wo könnte sie sein? Einige Leute haben es mir verraten, glaube ich zumindest. Ich bin mir selber nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, irgendwo hier soll sie, glaube ich, sein. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Aber wir werden jetzt auch einfach eine blöde Scheißblume holen und sie uns dann holen. Irgendwo muss sie ja sein. Und außerdem muss man ja gucken, was man so alles macht in einer 10-minütigen Episode. Wieso nicht die blöde Münze holen? Yeah, schaut es euch an. Die kommt noch nicht mehr hier hoch. Okay, egal. Wir müssen jetzt... Können wir die Bäume nicht in die Luft jagen? Boom. Baum, mehr Bäume. Los. Ey, wo hier muss eine Sternmütze sein? Die Leute haben es doch gesagt. Wo ist sie? Wo ist sie? Du bist da. Scheiße. Sie ist eh da. Sie muss da sein. Sie kann nirgendwo anders sein. Die wetten, ich kann mich da hochschummeln. Ach, leck mich. So, ich krieg schon wieder langsam meine Anfälle. Ja, okay. Ich komme gerade aus der Schule. Wollte nochmal dazu sagen, ja. Sonst wäre mein Arbeitskollege traurig, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte. So, weiter geht's. Irgendwo muss sie ja jetzt sein. Hier ist, wenn sie hier nicht ist, dann ist sie eben halt ein Block. Warum auch nicht? Pass auf, jetzt wende ich wieder zu lange die blöde Blume. Und jetzt krieg ich den anderen Kack da schon wieder nicht. Mal sehen. Ich versuch's nochmal. Hier! Yeah! Bist du? Wo bist du? Wo ist diese verkackte Ding? Wo ist diese verkackte? Oh! Sagt es mir. Na toll, das ist ein Goomba. Das bringt ja auch nichts. Das soll doch hier irgendwo sein. Wieso lügt er mich an? So, Schnitt, bis ich dieses Scheißding gefunden habe. Ich glaube, ja, alles. Was ist das denn jetzt? Ach, einfach reingehen. Mal sehen, was mich da erwartet. Ach du Scheiße, wenn ich das schon wieder sehe. Gute. Nein, nicht nerven. So, hallo du blöder blauer Affe. Willkommen bei einem weiteren Spiel mit den Super-Zombie-Affen. Hast du Lust auf ein neues? Ja, auf etwas Neues. Ganz einfach Eislaufen und Gegner treffen. Wow, wie kreativ. Nimm dich vor Stacheln in Acht. Machst du mit? Natürlich mache ich mit. Dieser Baustein gehört dir, wenn du 500 Punkte oder mehr schaust. Gib dir also etwas mehr Mühe. Ich weiß aber noch nicht, wo meine verdammte Kometenmünze ist. Okay. Ja, Eislaufen. Und es fängt an zu laggen. Niemand weiß warum. Und das ist jetzt gerade ziemlich ärgerlich, weil laggen sollte es jetzt am besten nicht. Oh, wer bist du denn? Du solltest aber nicht im Weg herumstehen. Das finde ich nicht gut. La 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 la. Ich muss viele Leute töten. Oh, hallo. Ich soll nicht wegtreten, habe ich gehört. Yeah. Okay, nochmal Eislaufen. Nein! Greggy! Das ist nicht gut. Okay, Leute. Jetzt, bitte. So kann niemand kämpfen, verdammt. Das kann auch gar keiner schaffen. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Wie soll das denn gehen? Das gibt es. Ja, schwule Affe. Wehe, du gibst mir. Wehe, du ziehst mir jetzt das Leben ab. Willst du es nochmal versuchen? Ja. Oh Gott. 500 Punkte oder ich bring dich um. Okay, ich gebe mir ja schon mehr Mühe. Okay, nochmal. Also auf. Auf geht's. Einer. Zwei. Drei. Vier. Dich trete ich auch weg. Ist nicht die blöden Lila, denn die machen Aua. Aua, nicht gut. Yeah, ich trete euch alle weg. Ja. Okay, noch mehr. Treten. Und wieder rückwärts laufen. Rückwärts und vorwärts und rückwärts und vorwärts und alles auf einmal. Ich trete euch alle weg. Ich hasse euch nämlich. Yeah. Ja, alle wegtreten. Nein, nicht da reinlaufen. Und wieder vorwärts. Nein, geht weg. Ich will nicht mit euch kämpfen. Nein. Wieso? Wieso machst du das? Nein. Ich will das doch nur schaffen. Ich will das doch nur schaffen, verdammt. Ja. Nein. Ja. Okay. Sehr gut. Das waren 550 Punkte. Das sollte reichen für diese blöde Primaten-Bonus-Banane. Yeah. Und wo ist jetzt die verdammte Kometenmünze? Ich weiß es immer noch nicht. Mann. Kann ich nochmal zurückgehen? Oder muss ich das dann neu machen? Egal, ich riskiere es einfach. Ich gehe zurück. Yeah! Mann, bin ich bescheuert, ich weiß. Ich will jetzt diese Kometenmütze haben. Wo kann sie denn sein? Wieso kommt dieser Eisleger immer wieder? Wo ist hier überhaupt was? Also, mit dem Schneeball muss ich doch irgendwas machen können. Guck, der wird doch immer größer. Guckt ihn euch an. Der wird immer größer. Das ist der größte Schneeball, den jemals ein Mensch gesehen hat. So groß ist er. Guckt euch diesen riesigen Schneeball an. Er ist einfach zu groß. Er ist so groß. Man weiß gar nicht, was man mit ihm machen soll.
Dann muss sie auch einfach dagegen rollen. Das kann man natürlich auch haben. Rollen wir doch mal hin. Was ist denn hier? Ist ja noch nicht mal was. Was soll ich also hier? Was soll denn hier sein? Hier ist einfach nichts. Das ärgert mich. Was ist denn das? Was ist denn das hinten? Was ist das? Bestimmt gehe ich gleich wieder selbst. Ach so, das gehört zur Dekoration. Okay, Leute. Okay. Seht euch ja gleich wieder. Sobald ich den Stern eingesammelt habe und wieder zurück bei der Basis bin. Wir bauen hier jetzt was auseinander. Kometenmünze. Kometenmünze gefunden, bis gleich. Okay, wieder in die Eiswelt. Und zwar die zweite Mission. So. Fernbedienung auf, das zu machen, was ich will. So, zweite Mission. Circa 5 Minuten Zeit sollten wir noch haben. Also ich habe eben dummerweise alles... Craggy. Was zur Hölle hast du bei mir... Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ganz ehrlich. Du machst mir langsam echt Angst. Oh, so. Okay, ich lasse dich jetzt nicht stören. Nein, nein, das muss ich mir einbilden. Rote Nase des blauen Sorbetti. Alles klar, denke ich mir dabei. Was soll das denn hier jetzt werden? So, sieht aus wie zwei kleine Planeten. Schön, dass sie einem immer wieder einen Hinweis geben. Und was sehe ich da? Wer steht da denn? Okay, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich werde wieder meinen Charakter wechseln. Wenn ich mal wieder die Gelegenheit dazu habe, werde ich natürlich wieder mit Luigi spielen. Ja, gib mir Luigi her. Ja, auf immer diesen Text durchzugehen, gib ihn mir einfach. Ich hasse Mario. So. Alles klar. Gut. Nehmen wir jetzt unsere Mario, Luigi meine ich. Und machen jetzt mal ein bisschen Krach. Und machen hier auch die Sachen kaputt. Wird genauso gut wie der Feuer Mario. Nur, dass man hier alles zum Einkrachen bringt. Und jetzt ratet mal, was ich vorhabe. Ich werde dieses Ding voll wegkicken. Achso, geht ja nicht. Ich werde es nicht voll wegkicken. Kann ich mir den Schleimding wegbouncen? Wow. Okay, Schleimdings ist cool. Ich gebe zu. Kann ich mit Schleimdings das... Nee, ich glaube, dafür muss man echt genau zielen. Aber ich kann es ja trotzdem versuchen. So. Es geht nicht, es klappt nicht. Okay, schieße ich sie von alleine weg. Yeah, es muss einfach ein Leben werden. Ah, ah, es ist auf der Seite stehen geblieben. Auch nicht schlecht. So, okay, Sternteile suchen. Okay, das ist ja nicht die schwerste Aufgabe von allen. So, zack. Und noch mehr Sternteile finden. Hallo? Nein, film mich nicht. Wer bist du denn? Ja, ich habe einige dieser Sternschüsse im Schneeversteck, hopp, hopp. Glaubst du, du kannst sie finden? So ein dummer Hase weint wieder meine blöde Aufgabe hier noch schwieriger machen zu müssen und meint ihr diesen ganzen Mist hier jetzt verschwinden zu, zu verstecken? Warum macht es sich überhaupt die Mühe? Wieso will er mir mein Leben schwer machen? Warum muss es immer so schwer gemacht werden, seine blöden 120 Sterne zu finden oder wie viele das jetzt auch werden? Ist denn 121 Sterne, Matthias? Ich weiß es doch nicht, ist mir jetzt auch egal. So. Ja, so, es gibt ja noch ein paar mehr Dinger. Zack, zack. Und noch einmal, zack. Zum Glück hält das die ganze Zeit, dieser blöde Steinfels hier. Somit kann ich alles ganz schnell abgraben. Oh, ich frage mich, ob hier immer noch eine Röhre ist. Ja, die ist immer noch hier. Aber gut, ich will jetzt mal die ganzen Sternteile finden. Gut, hier ist, ich glaube, hier gibt es keinen mehr. Oder doch? Nein, ich schätze, da könnten nur die Gegner welche haben. Aber ich gehe jetzt einfach mal in die Röhre rein. Einfach mal... Oh nein, sag nicht, hier ist schon wieder diese dumme Aufgabe. Ich kann die hier nicht schon wieder machen, oder? Weil, hast du los? Ja, okay, nein. Nein, lieber nicht. Hier habe ich schon mal mitgemacht. Geh weg, blöder Wanderaffe. Ist hier irgendwie noch eine Sternmütze? Auch nicht. Alles klar. Ja, Steinemodus. Gut, ich gehe wieder raus. Ei. Ich glaube, hier finden wir niemals mehr raus. Ich glaube, das ist hier alles ganz dramatisch hier. So, kann ich die Gegner noch rüberfahren? Ist in den Gegnern vielleicht was drin? Das wäre auch nochmal schön. Bitte, Gegner. Wir brauchen Gegner. Gegner, wir brauchen Gegner. Woher kommt diese berühmte Zeile nochmal? Ich weiß es nicht mehr. So, bleib doch mal stehen. Wie war das? Z? Ne, A und dann Z? Ja, genau. Gut, jetzt weiß ich wieder. Und zu stoppen muss man A.